Haben Sie diese Geckos schon ausgemerzt? Gut. Hey, ich hätte noch einen anderen Job, falls Sie interessiert sind. Ich möchte, dass Sie nach Norden zum Red Rock Canyon gehen. Suchen Sie Papa Khan und fragen Sie, ob er einem Anschluss der Pulverbanditen zustimmt. Wir sind zu wenige, um wirklich was gegen die RNK auszurichten. Und die Khane hassen die RNK wohl noch mehr als wir. Stärke durch Zahlen also. Werden Sie also wegen uns mit Papa Khan sprechen? Sehr schön. Kommen Sie so bald wie möglich zurück. Hallo, Liebes. Ja? Es freut mich immer, Sie im Lager zu sehen. Und welchen Vorteil würde diese Allianz uns bringen? Naja, die Waffenkammer könnte immer mehr Feuerkraft brauchen. Gut. Sagen Sie der Pulverbande, dass wir Ihr Angebot annehmen. Allerdings müssen Sie immer noch das Aufnahmeritual bestehen, wenn Sie uns wirklich beitreten wollen. Bis dann. Sie sind ja zu einem richtigen Demagogen geworden. Gefällt mir sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Was? Wir haben noch ein ganzes Stück vor uns. Reden Sie schnell. Ja, gehen Sie nur. Besser. Was reimt sich auf besser? Abwes... Nein, nein, das ist schrecklich. Was wollen Sie? Ich kann Ihnen sagen, dass Sie ein Riesenhaufen Trottel sind, die Kunst nicht zu schätzen wissen. Allein das Aufnahmeritual ist schon kaum zu glauben. Ja, vielleicht haben Sie recht. Vielleicht kann ich meine wahre Berufung und jemanden finden, der meine Gedichte mag. Vielleicht im Old Mormon vor? Meinen Sie, die Anhänger der Apokalypse würden mich nehmen? Ich erinnere mich noch an die ganzen Bücher, die Sie bei Ihrem letzten Besuch dabei hatten. Ich weiß nicht. Ich würde ja selber gehen, aber was, wenn Sie Nein sagen? Die Khane würden mich nicht zurücknehmen. Und dann hätte ich niemanden mehr. Echt? Danke. Ich würde ja selber gehen, aber was, wenn Sie Nein sagen? Die Khane würden mich... Ach, eigentlich gar nichts. Ich versuche nur, mich in Stimmung für mein Aufnahmeritual zu bringen. Wieder mal. Oh, das haben Sie gehört, was? Okay, ja, ich schreibe Gedichte. Ich weiß, klingt gar nicht nach einer typischen Groß-Khan-Beschäftigung. Die Anhänger kamen in unser Lager, als ich ein Kind war, und brachten einen Haufen alte Bücher mit. Ich habe stundenlang Vorkriegspoesie gelesen. Haben Sie sich den Stamm mal angesehen?
Wenn es keine epische Saufballade um Schädelknacken und Geschrei ist, halten sie nicht viel davon. Ja, bin ich wohl auch nicht. Aber was sollte ich sonst machen? Sicher doch. Hä? Wovon reden Sie da? Wir sind jetzt mit Caesar verbündet? Tja, typisch. Mir sagt ja nie jemand was. Was auch immer. Besser. Was reimt sich auf besser? Etwas Neues von Papa Khan? Das würde ich zwar lieber nicht, aber gut. Wir werden es tun. Wir sehen uns. Aber hau die Partner! Kommen Sie bald wieder vorbei! Mr. House ist stolz wie Oscar, dass Sie die alten Securitrons wieder in Betrieb gesetzt haben, Schatz. Sie haben eine? Ach, das ist ja wunderbar. Ich nehme sie dann mal und stelle sie zum Rest der Sammlung. Was haben Sie über die Omertas zu berichten? Ich nehme an, die Omertas können ein paar Minuten warten. Ja, allerdings nannten sie sich damals noch Schlangenvolk. Eine brutale Sippe. Nicht, dass sich das wirklich geändert hätte. Sie waren wehrhafte, aber vor allem hinterhältige Nomaden. Sie luden Reisende in ihre Jurten ein, wo sie sie betäubten, ermordeten oder versklavten. Sie waren stolz auf ihr Handwerk. Ich denke, für Omertas waren andere Menschen gar keine Menschen, sondern nur Beute. Sie erinnerten mich an gewisse kriminelle Elemente des alten Vegas. Ich erzählte ihnen ein paar Geschichten, gab ihnen Kleidung und sie waren dabei. Was wollten Sie sonst noch besprechen? Ja, ich weiß. Wurde sofort entdeckt und, mal sehen, 39,735 Sekunden, nachdem Sie das Ding eingesetzt hatten, deaktiviert. Dachten Sie, ich würde das nicht bemerken?
Was haben Sie über die Omertas zu berichten? Gut gemacht. Dann machen die wohl keinen Ärger mehr. Ihr nächster Auftrag ist, die Überreste des Mojave-Verbands der Stählernen Bruderschaft zu finden und zu vernichten. Die RNK hat das vor ein paar Jahren fast bei Helios One geschafft, aber leider scheint es ein paar Überlebende gegeben zu haben. Angesichts der fanatischen Einstellung der Bruderschaft zu Technologie muss davon ausgegangen werden, dass sie sich gegen mein Regime stellen werden. Bitte kümmern Sie sich um dieses Problem. Sie haben absolut recht. Sie sind ihnen offenbar bereits begegnet. Ich ebenfalls. Seit 2278 habe ich 5 mobile Securitrons in der Nähe von Hidden Valley verloren. Ich erhielt kein klares Videobild der Vorfälle, aber die Telemetrie der zerstörten Einheiten legt nahe, dass sie mit Energiewaffen angegriffen wurden. Offenbar hat die Bruderschaft eine Basis bei Hidden Valley. Es wird nicht einfach werden, sie zu finden, aber sie zu betreten wird richtig knifflig. Wir sprechen über eine Seilschaft von irren Fanatikern, die der Meinung sind, jegliche Vorkriegstechnologie gehöre ihnen. Sie würden nie akzeptieren, dass ich New Vegas mit Robotern verteidige. Diesen Kampf könnte ich zwar gewinnen, aber ich würde ihn lieber vermeiden. Ein paar Fragen, bevor Sie sich auf den Weg zur Bruderschaft machen, hoffe ich. New Vegas ist mehr als eine Stadt. Es ist das Gegenmittel gegen die Entgleisung der Menschheit. Die Wirtschaft der Stadt ist ein Hochofen, in dem der Stahl einer neuen Gleisstrecke geschmiedet werden kann, die zu einem neuen Horizont führt. Was ist die RNK? Eine Gesellschaft von Menschen, die verzweifelt lechzen nach Komfort, Behaglichkeit, Luxus. Eine Gesellschaft von Konsumenten. So wie die Geschäfte gerade laufen, brauche ich 20 Jahre,